So und damit hallo und herzlich willkommen hier bei aus Sachsen Gaming. Ich bin der Paule und das ist mein erster Quad-Vlog. So, ich habe mir gerade ein helles Plätzchen ausgesucht bei mir zu Hause in der Nähe, wo ich diese schöne LED-Lampe habe. Diese schöne moderne LED-Lampe habt, damit ihr überhaupt irgendwas seht. Ich weiß nicht, wie es bei der Fahrt sein wird. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die. Das ist vom Pille das Equipment, deswegen ich muss mich erstmal noch ein bisschen reinfinden, wie das überhaupt wird mit der Aufnahme. Keine Ahnung, ob ihr überhaupt was sehen werdet unterwegs. Es wird nämlich stockfinster sein wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch nicht vor, ewig rumzufahren in der Dunkelheit. Ich wollte euch heute nur mal so einen kleinen Einblick geben. Ich habe mir nämlich eine App runtergeladen, die ich ganz nice fand. Ist eine Empfehlung von einem Kumpel gewesen, der schon ein bisschen länger Quad fährt oder Motorrad fährt. Also er fährt Quad, aber es ist eine Motorrad-App eigentlich. Kann man als Quadfahrer auch benutzen. Gibt auch Profile für Quadfahrer. Das werde ich euch dann mal später vorstellen. Aber ich würde sagen, wir zünden erst einmal und fahren zu einer anderen Location. Weil ich habe auch Bock ein bisschen zu fahren. Ich habe es gerade warm gefahren. Und ja, warum soll ich jetzt hier stehen bleiben? Das ergibt ja keinen Sinn, ne? Auf jeden Fall ist es dann richtig nice mit der Halterung. Die Halterung habe ich mir auch neu besorgt hier. Ist zu empfehlen. Ich will keine Werbung jetzt machen, aber es ist bei unseren Aufrufen eigentlich eh egal. Aber ja, ist eine coole Handyhalterung. Man kann sogar den Touchscreen hier durchbedienen, einwandfrei geht. Das sogar mit Handschuhen. Also das ist so eine Folie, da funktioniert das wirklich richtig gut. Aber das Problem, den Bildschirm wieder zu sperren, funktioniert auch. Ist ein Reißverschluss ringsrum. Man hat auch so Platten, damit man die Handydicke anpassen kann. Da gibt's, ich habe 5 verschiedene Platten drunter, verschiedene Stärken. Da kann man das anpassen, dass das Handy wirklich richtig straff drin sitzt. Und ja, ich finde es ganz nice, muss ich sagen. Ja, ich werde jetzt erstmal starten. Mal schauen, wo es uns jetzt hinverschlägt. Ich fahre jetzt erstmal in irgendeine Himmelsrichtung. Oder Moment. Wir fahren erstmal los, genau. So, das würde ich sagen. Wir fahren erst einmal los. Fahren mal Richtung Alten Netto. Achso, Pille, ich habe auch den Armband von der Uhr hier ein bisschen defragmentiert, weil ich wollte die zumachen und das ist ja so ein komischer Mechanismus. Da brauchen wir eine 10 Mann für, um die Uhr anzulegen. Und zwar ist mir da so ein Bippus rausgehoppt, der die Uhr eigentlich festhalten sollte. Ne? Aber ich habe das durch das Band hier gesichert. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Der ist ja auch so ein Nippus, der das jetzt hält und das funktioniert schon. Aber ich werde das morgen mal reinfummeln. Ich habe das jetzt abends keine Lust mehr, aber ich wollte ja losfahren. Ja, so viel dazu. Ich werde das wahrscheinlich dann später nochmal sagen, aber du siehst es wahrscheinlich dann spätestens im Video, wenn ich das vergesse. Also, ja, von daher werden wir schon sehen. Nö. Ich hoffe, das mit der Audioqualität funktioniert. Beim Pille war es ja ganz nice gewesen mit der Audioqualität, aber wie das in dem Helm jetzt hier ist, der überhaupt, also, by the way, der ist auch von Pille gesponsert. Ich habe noch keinen eigenen Helm. Ist ja noch nicht so farblich passend, der Helm, ne? Grün zu einem orangenen Quad. Ist nicht so cool, ne? Da will ich auf jeden Fall nochmal nachrüsten demnächst. Was heißt demnächst? Mal gucken, was es so zu Weihnachten für Geld gibt von Oma und Opa, ne? Ein bisschen Krach machen hier zum Freitagabend. Die Uhr sitzt jetzt ziemlich locker, also. Ich fahre jetzt 50, mal gucken. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich viel zu leise rede, weil die Geräusche einfach so laut sind gerade. Ich kann das jetzt nicht einschätzen, ob ihr mich hört oder so. Aber im Pille hat es halt auch funktioniert. Ich denke mal, ihr hört mich, wenn ich normal rede, genauso gut. Ah, fuck. Oh, warum sind die Lampen aus? Das gibt's doch gar nicht. Überall sind die Lampen an, außer hier oder was? Ich wollte hier Lampen haben. Na, dann müssen wir nochmal woanders hinfahren, wa? Na, wo fahre ich denn hin? Disco-Parkplätze ist die Hölle los jetzt zum Freitag, weil die alle denken, die kriegen das Wochenende nicht mehr zu essen und werden verhungern. Ich fahre bloß so schnell, weil ich will nicht, dass das Video so in die Länge gezogen wird. Die Cops haben eh schon Feierabend. Denke ich mal. Ich suche mal ein schönes Plätzchen außen, weil da wollte ich euch ja gerne mal die App vorstellen. Hätte ich erst schon machen können, ich weiß. Wir haben grünen Pfeil, let's go.
alles solche DDR-Lampen hier, solche gelben, das ist natürlich nicht so schön. Ich möchte gerne eine helle LED-Lampe haben. Videotitel heißt Die Suche nach der hellen LED-Straßenbeleuchtung. Ah, da hinten ist was Helles. Ah, da haben sie was neu gemacht. Da ist ohne Helle. Naja, mal gucken. Ich habe keinen Bock, jetzt mich bei den Einkaufswagen zu stellen bei Disco. Wo waren die jetzt? Ich hab die doch. Ach, da. Oh, ja, toll, das ist natürlich auch ein Friedhof oder was. Oh, jawohl, Leute. Ja, da sind mir jetzt einfach zu viele Leute. Ich werde mich jetzt nicht bei jemandem hier vor das Grundstück stellen. Aber da drüben wäre Licht. und das euch hier so erklären. Moment, da gibt es noch eine Möglichkeit. Jawohl. So, jetzt sind wir nämlich wieder hier, wo wir erst schon waren. Mal durch das ganze Dorf geeiert. Was heißt Dorf? Du musst auch jedes Stück Dreck muss ausgefahren werden. So, da sind wir wieder. So, Kalimodo, die App. Ach so, Problem, ihr seht das jetzt gar nicht. Pille schreibt mir, das werden wir mal live abhören. Ah ne, eine Minute Pille, das ist jetzt einfach zu viel, tut mir leid. Kalimodo, wir gehen einfach mal drauf. Ich weiß nicht, wie wir es sehen. Ich werde vielleicht ein paar Screenshots machen und die reinschneiden. Am Ende seht ihr jetzt erstmal die Deutschlandkarte, ne? So, Sachsen ist das jetzt bloß, weil man muss sich dann dazu kaufen. Man kann das erste kostenlos runterladen. Und zwar, das ist jetzt bei mir eben Sachsen, weil ich ja aus der Oberlausitz komme. Ja, Dresden, genau. Dann kann man mit dem Menüpunkt hier oben, ja, das ist mein Profil. Kann man sein Bild reinballern, seinen Nutzernamen, Paul Paulsen, Geburtsjahr, Geschlecht und seine Motorräder eintragen. Inklusive Marke, Modell, Typ, Farbe und Baujahr. Habe ich jetzt noch nicht angegeben. Spitzname ist bei mir jetzt einfach Quaddeln, mir ist nicht anders eingefallen. Also, ja, das habe ich natürlich mit Bedacht gemacht. Das war mal auf Arbeit in der Mittagspause, glaube ich. So, da könnte man jetzt random eine Rundtour planen. Und zwar, man kann hier die Kilometer angeben. Ja. Geht bis 50 runter. Ich weiß nicht, ob man drunter fahren kann. Keine Ahnung, wie das geht. Aber erstmal ist so begrenzt bis 50. Eine Richtungsvorgabe kann man aktivieren. Ob man Richtung Norden, Westen, Osten, Südost geht auch und so. Mach ich mal deaktivieren. Und man kann dann auf Erstellen drücken. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir sie leider nicht über Wald- und Feldwege schicken. Das ist aber schade. So, da sehen wir jetzt, ist eine random generierte Map sozusagen, ne? So, wir sind jetzt hier in einem Dörfchen und dann würden wir jetzt halt hier hochfahren. Das sind 50 Kilometer, das werde ich heute nicht machen, aber später werden wir das. Weil es ist ja manchmal wirklich so, man kommt nach Hause, man hat Bock zu fahren, weiß aber nicht, wo man hinfahren soll. Deswegen, guten Abend, so kann man sich einfach eine Strecke generieren lassen. Die ist immer wieder zufällig. Also wenn ich das jetzt wieder machen würde, wäre das wieder eine andere Strecke, ne? In eine andere Richtung, über andere Straßen und so weiter. Finde ich nice, man kann die sich abspeichern und alles. Also man kann wirklich viel machen und es werden dir auch Tankstellen und so angezeigt. Bei 50 Kilometer jetzt zwar noch nicht, oder? Haben wir irgendwo eine Tankstelle? Nee, es sind Checkpoints ja wahrscheinlich. Ja, normalerweise werden auch bei größeren Touren Tankstellen, Rastplätze, Motorradshops und so angezeigt. Das ist eine geile Sache, die ich auch schon rausgefunden habe. Man kann sich Routen planen. Das ist unsere Route jetzt wahrscheinlich, ne? Ja, das ist unsere Route. Wenn wir uns die jetzt speichern würden, könnte man über Routenplan wahrscheinlich die dann wieder rausholen. Oder hier ist auch ein Ladezeichen gewesen, ne? Ja, hier. Speichern. Mal die Strich. Alles klar. Übers Tracking. Genau. Und jetzt könnte ich eine Strecke abfahren und die mir abspeichern. So einfach ist das. Also es ist eigentlich eine Aufzeichnung, dieses Tracking. Und Rundtouren sind deine geplanten Touren, deine gefahrenen Touren. Du kannst die natürlich vorplanen und so weiter und so fort. Also ich finde das echt nice, wenn man wirklich mal nicht weiß, wo man langfahren will. Ich mache mir Angst, die Typen da drüben. Wir fahren jetzt mal eine Runde und dann wollen wir sehen, was es mit diesem Tracking so auf sich hat. Und ja, bin gespannt, ne? Jetzt haben wir 20 Höhenmeter. Ich bin schon 22, 2 Meter abgehoben. Cool. So,
Ah, jetzt sieht man schon, hier zeichnet jetzt schon die Strecke auf, die wir gefahren sind. Das funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt auch im Navi eingegeben, dass es eine hohe Genauigkeit hat. Ne? Ist bei sowas vielleicht immer wichtig. Und ja, mal gucken. Wir fahren jetzt einfach mal einen kleinen Rundkurs, mal ein bisschen auf die Hauptstraße ballern. Ich habe vergessen, meine Brille aufzusetzen. Oh, na toll. Kriege ich das jetzt noch hin? Ich bin Knie. Ja, kriege ich hin. Ist halt nicht so angenehm wie im Hellen. Also, ich werde morgen auf jeden Fall eine Runde zur Pille fahren. Dann soll ich ein paar Fotos schießen, wie er Rübenroder fährt, weil er hat dafür jetzt keine Zeit. Da unterstütze ich ihn natürlich gerne. Überhaupt kein Stress, bei uns läuft das halt. Das Auto drängelt jetzt bei mir ein bisschen, da muss ich mal ein bisschen Gas geben, glaube ich. Boah, ist das eklig. Ah, der Wind, ah. Machen wir Licht ins Dunkle. So, wir sind gefahren. 23. Na gut, wollen wir 25. Jetzt fahre ich 27. Ich denke mal, die App funktioniert nicht hundertprozentig jetzt. Also die Aufzeichnung mit dem GPS und so kommt darauf an, wie genau gerade momentan das GPS läuft. Ich denke mal, da muss ich mir jetzt keine Gedanken machen wegen irgendeiner Reifenumfangseinstellung oder so. Ne? Oder Rollumfang nennt man es ja eher. Ja, wie ging das jetzt hier lang? Warte mal, ich habe ja Navi. Ach, hier lang. Gut, super. Das ist dann dafür, das ist halt auch gut. Auch selbst wenn man sich in seiner eigenen Umgebung nicht mehr auskennt, weil man Ewigkeiten immer lang gefahren ist. Ja, guckt mal halt, ah, da ist die Straße zu Ende. Okay, ich muss da lang. Wunderbar. Was ist mein Handschuh jetzt? Alter. Hä, ich hatte doch noch einen Handschuh. Achso, hier, hallo. Ich musste nochmal zu Hause ranfahren. Ich habe vergessen, Akkus mitzunehmen für die Kamera. Irgendwo unterwegs muss die Aufnahme abgebrochen sein. Ich habe mal grob über die Uhr durchgeguckt. Ist aber das meiste mit drauf. Habe eigentlich schon die Abmoderation durch, aber dann ist mir aufgefallen, die Kamera ist ja gar nicht mehr an. Oh. So, da geht's los. Das ist wie ein Fahrradcomputer, dieses Tracking. Ne? Ich pausiere das jetzt einfach mal. Moment, jetzt rechts ziehe ich Handschuhe aus. Ich pausiere das jetzt einfach mal. So, jetzt tun wir das Tracking beenden. Was passiert jetzt hier? Jetzt habe ich wahrscheinlich auch genau hier ganz schlechtes Internet. Nee, das klappt. Tor gespeichert. Teile dein Abenteuer auf Facebook. Also man hat jetzt die Möglichkeit, das ist dann doch ein Off. Also habe ich jetzt doch Unrecht gehabt, ne? Also habe ich eigentlich die ganze Scheiße erzählt. Es ist wirklich so, du zeichnest in dem Moment die Tour auf, ne? Und wenn du dann fertig bist mit der Tour, macht es das als Tor sozusagen und du kannst es abspeichern unter zum Beispiel jetzt, ich mach mal OSG, also Sachsen Gaming, jo. Okay. Abend. Machen wir WhatsApp und schicken das dem Pille direkt. Ja, guck mal, wie das aussieht. Jo, ah, das ist sogar unsere alte, guck mal, das ist sogar unsere alte Route. Der hat zwar die App jetzt nicht, der wird total verwirrt sein, aber sorry dafür, Pilla, ich will das einfach mal live zeigen. So, jetzt haben wir hier, jetzt kann ich mir den Spaßfaktor bewerten, die Landschaft bewerten, Straßenzustand bewerten. Und das wird dann wahrscheinlich in der Kalimoto-App auch, okay. Den Spaßfaktor könnten wir jetzt bewerten mit Sternen. Machen wir jetzt nicht, weil die Strecke war einfach nur sinnlos. Da wird kein Motorradfahrer langballern wollen. Abbrechen. So, jetzt könnt Maxgeschwindigkeit war 101 km pro Stunde, 32 im Durchschnitt gefahren, 126 Höhenmeter nach oben zurückgelegt und nach unten 21. So, hier haben wir noch die Schräglage. Ach nee, das ist mit, doch Höhenmeter, hier haben wir es. Schräglage kann ich mit Premium bloß, das müsste ich jetzt bezahlen. Das ist, ja, Beschleunigung gibt es, wird dann auch noch angezeigt. Vielleicht später werde ich mir das überlegen, doch mal zu machen. So, und da könnte ich mir jetzt die Tour vom, ne, und kann die hier auch nochmal teilen. Genau, das ist das gleiche wie erst, aber speichern. Ist die jetzt automatisch, ah, die ist automatisch hier unter meinen Toren dann gespeichert. Das ist dann hier oben die Toren. Gefahren. Ja, da ist er. Genau. So, Leute. Ich würde sagen, das war's. Ich freue mich aufs nächste Video. Morgen wahrscheinlich mit Pille. Und also mit Pille mit dabei. Ne? Weil ich gehe bei dem, wie gesagt, Fotos machen. Da fahren wir einen Quad hin. Wird eine lustige Geschichte, denke ich mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mal gerne ein Däumchen da für uns beide. Oder über positive Kommentare würden wir uns natürlich auch freuen. Und ich würde sagen, wir schießen wieder los. Ich fahre nach Hause in die Wärme. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Ostsachsen Gaming Quad Vlog.